Heute habe ich meinen ersten Termin bei Frau Schmidt. Sie will von mir wissen, warum, wieso und woher, und sobald wir zum Thema kommen, fange ich an zu weinen. Ich fühle mich leer, wie ein Schatten meiner selbst, farblos und sehr traurig. Ich habe diese Frauen erfahren, die sie kamen, sie waren am Ende ihrer Kraft, da ging gar nichts mehr. Sie konnten nicht richtig atmen, sie konnten nicht weinen, sie konnten vieles nicht. Und plötzlich, Stück für Stück, konnte man das lösen, so viel sie ertragen konnten. Wir werden geboren mit allen diesen Emotionen, die wollen gelebt werden. Wir müssen uns ja erstmal kennenlernen, auch was gehört dir, was gehört mir. Dafür brauchen wir alles. Wir haben zusammen mit dem externen psychiatrischen Dienst vom Bruder-Holl-Spital, geleitet von Dr. Bösch, und zusammen mit einer Heilerin eine Studie zum geistig-energetischen Heilen bei Frauen mit ungewollter Kinderlosigkeit durchgeführt. Wir haben sehr viele Menschen, denen wir eigentlich mit der klassischen Medizin nicht genügend helfen können. Und von daher brauchen wir ergänzende Methoden, und das spirituelle Heilen ist eine davon. La paura è un sospetto smarrito, l'uomo scorge un chiarore lontano e lo indica col dito. Si domanda del bisogno di luce che nasconde una finestra accesa, così affacciata sulla strada sembra una speranza rinata, una piccola speranza educata in mezzo a un silenzio sordo. Il momento più difficile è stato vedere mia moglie che soffriva in quella maniera. Era una sconfitta ogni volta, ma più che altro, ti ripeto, io soffrivo per lei. Die Hormonkonzentrationen konnten dann ausgewertet werden, statistisch ausgewertet werden, und dann bekommt man ein Bild von den Ergebnissen. Also für mich hat sich etwas verändert, wo man hat müssen merken, dass nicht alles selbstverständlich ist, dass man nicht alles kann erzwingen. A volte sono aperto e chiaro.